Ich nehme jetzt gerade mal hier so exemplarisch auf. Das ist also 200 Meter von dem Dauda entfernt oder 150, wo der Wald anfängt. Und das sowas ist natürlich klasse. Ne? Das hat sich jetzt einer gekauft oder so unter der Nagel gerissen. Und jetzt hat der da vorne einfach so eine Tür mal hingemacht. Das ist also so ein Grundstück. Das ist natürlich klasse. Ne? Mit nicht ganz so dicht, dass du noch könntest ein bisschen Gemüse anbauen, aber doch mit alten Bäumen. Ne, komplett am Ortsrand von dieser Kleinstadt, Größe Biberach. Und 2-3 Minuten bis zum Meer. Ne. Das ist natürlich genial. Da hat er jetzt auch schon ein bisschen gerodet. Das ist jetzt einfach mal so ein Rundumblick. So, und das machen die dann, fangen wir da nochmal an, da ist die Tor, da haben sie jetzt ein bisschen wie so eine Straße planiert. Das geht immer nach dem gleichen Muster. Da waren ein paar Schubkarren, ein Lastwagen voll Sand abgeladen. Und da damit machen die, man glaubt es nicht, die Steine für den Hausbau. Ne? Das machen die alles selber. Das ist auch alles okay soweit. Und dann kannst du dir die Hütte deiner Wahl, wie du das möchtest, da hinbauen lassen. Ne? Maximal 5000 Euro und dann hast du das, was du willst, nach deinem Plan. Innerhalb des Grundstücks. Da gibt es natürlich keine Baugenehmigung und keine Vorschriften und keine gar nichts. So, und das Herzstück eines jeden Grundstücks. Es sollte ein bisschen bewaldet sein, dass du Schatten hast, das ist klar. Und dann, wie gesagt, das absolute Herzstück, das ist auch immer gleich, ist der Brunnen. Dahinter sieht man den Erdaushub. Ne? Und so ein Brunnen, da sollte man, wenn man auf Nummer sicher geht, 15 Meter runter. Da rechnest du ungefähr 1500 Euro, aber das ist schon wert. Und dann hast du das Wasser, kannst mit dem Jan, der Nachbar, der ist hier 300 Meter weiter, macht man Solarpumpe, also Panels und Pumpe, und dann bist du hier der König. Ne? Ja, das haben sie also richtig klasse gemacht, ne? Schön verputzt, das Gestänge oben, okay, kann man ein bisschen besser machen, schön verputzt. Und dann gehst du da an deinen Brunnen hin. Ja, üblicherweise pumpen die das ja raus mit dem Eimer und so einer Seilrolle. Aber klar, wenn einer noch ein paar Kröte übrig hat, Solar und Pumpe, ist natürlich super. Ne? Ja, dahinter wohnt der Nachbar. Das sieht auch super aus, hat auch so eine Hütte. Ja, und das Geniale, also das zwingend erforderlich ist immer das mit dem Brunnen. Und das Geniale hier mit dem Schatten ist, jetzt kommst du zum Beispiel mit dem Wohnmobil oder Auto wie ich, wo ja zum Wohnen ist. Ne? Jetzt stellst du das Ding hier rein auf dein Grundstück und schon ist fertig. Da musst du jetzt gar nicht unbedingt anfangen mit Hausbauen, weil du wohnst ja schön schattig in deinem Wohnmobil und das Wesentliche bleibt einfach dieser besagte Brunnen, weil sonst hat es keinen Wert. Ne? So, und dann machst du von da aus weiter oder auch nicht. Ne? Strom ist übrigens auch in der Nähe. Du kannst ja hier alles mit Solar abdecken. Ich habe ja Strom mit dem winzigen Panel. Ich habe so viel Strom übrig. Ich weiß nicht, wie viel ich da noch Leute versorgen könnte. Aber ansonsten ist ja alles ums Eck. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was die Anschlussgebühr kostet. Das sind 200 Meter bis zum Kabel hin. Aber sicher nicht viel. Ne?